Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Outcast, meinem ersten Let's Play nebenbei gesagt. Und für das erste Let's Play soll man sich ja was ganz, ganz Besonderes aussuchen, was Outcast für mich auf jeden Fall ist und früher auch war. Es war wahrscheinlich eines meiner ersten Spiele, ich denke mal, ja, mitunter eines meiner ersten Spiele, damals noch in so einer richtig schönen, dicken CD-Box mit 3 oder 4 CDs, glaube ich, sogar drin, aber auch mit schönem Handbuch und schönem Case, nicht so wie heute. Und damals war es auch wegen seiner Grafik sehr, sehr beliebt. Eines der seltenen Spiele mit Voxel-Grafik hat damals auf jeden Fall was hergemacht. Heutzutage natürlich nicht mehr so viel. Das Spiel ist aber auch schon 12 Jahre, sind es, glaube ich, mittlerweile alt. Im Jahre 1999 ist es rausgekommen. Damals entwickelt von der belgischen Spieleschmiede Appeal und released von Infogrames, was heute ja Atari ist. Ich möchte noch ein paar Worte zur Handlung sagen, weil sonst wird man gleich so in das Spiel geschmissen und weiß überhaupt nicht, was los ist. Im Jahre 2007, ja, das war damals noch die Zukunft, haben die Amerikaner eine Raumsonde in ein Paralleluniversum geschossen und dabei einen Riss bzw. einen Tunnel zwischen diesen Paralleluniversen hergestellt, der sich jetzt nicht mehr schließen kann. Die guten alten Amis wieder. Wir sind ein Elitesoldat namens Cutter Slate und sollen ein Wissenschaftlerteam in diese Parallelwelt begleiten, damit diese beschädigte Sonde wieder reparieren und das Ganze wieder in Ordnung bringen. Aber natürlich läuft auch hier nicht alles so, wie wir uns das vorstellen, sondern wir wachen ohne Ausrüstung und ohne Wissen, was mit unserem Wissenschaftlerteam passiert ist, in einem fremden Dorf auf und werden von Außerirdischen angesprochen. Die Parallelwelt heißt übrigens Adelpha. Und wir wissen genau wie der Cutter Slate am Anfang überhaupt nicht, was los ist und kriegen dann nach und nach Infos der Einheimischen, was überhaupt gemacht werden muss und wie wir unser Wissenschaftlerteam wieder finden können. Bei Outcast ist es vor allen Dingen unter Windows 7 nicht so einfach, das Ganze an einem Stück bzw. in einem Guss zu zeigen. Ich kann jetzt also nicht ins Menü gehen, dann schön das Intro abspielen, dann beginnt das Spiel gleich. Wir müssen uns das Intro quasi separat als Videodatei anschauen. Ich werde das einfach ins Let's Play reinschneiden und dann geht's gleich weiter, direkt im Spiel. Jetzt also erstmal viel Spaß mit dem Intro. Bis gleich! Ich wurde die Superstring-Theorie entwickelt, nach der ein Elementarteilchen von 10 hoch minus 35 Metern Durchmesser das Grundelement aller Materie ist. Daraus wurde die Existenz einer unendlichen Zahl von Parallelwelten abgeleitet. Diese Welten sind von unserer durch zusätzliche Dimensionen im subatomaren Tag für die Wissenschaft werden, als Professor William Kaufman seine Arbeit über die UBQ-Strings veröffentlichte. Laut Kaufman sind Reisen in eine Parallelwelt durch das sogenannte String-Tunneling möglich. Viele Wissenschaftler folgten dieser Theorie zwar im Grundsatz, bezweifelten aber, dass die benötigte Energie der Physiker Anthony Xu im Juni 1999 einen Versuch zur Materie-Antimaterie-Reaktion durch. Dabei kam es allerdings zu einer Explosion, die 11 MIT-Mitarbeitern das Leben kostete. Der daraufhin gegen Xu angestrengte Prozess wegen fahrlässiger Tötung endete heute knapp vor Xu. Du stehst im Licht, Kumpel. Commander Slate? Volltreffer. Wollen Sie auf mein Gewicht raten? Ich bin Major Vernon, Sir. Wir haben eine Situation höchster Dringlichkeit in einem unserer Vorposten. Und ich werde Sie dorthin bringen. Kann ich noch ausdringen? Wohl nicht. Thank you.
Entschuldigen Sie, aber wir sind gleich am Ziel und ich will Sie noch briefen, bevor wir landen. Dann fangen Sie mal an. Ja, in der Einsatzbesprechung werden Sie sehen, dass gestern am frühen Abend ein streng geheimes Militärexperiment gestartet wurde. Haben Sie Kaffee? Nein, Sir. Wenn Sie bitte zuhören würden. Okay, ich bin ganz Ohr, Major White. Tja, wie Sie vielleicht wissen, wollten die Wissenschaftler schon seit ein paar Jahren in Parallelwelten reisen und gestern haben wir es geschafft. Was geschafft? Wir sandten eine Sonde über die Grenze, die uns trennt, von anderen Dimensionen. Ist das wahr? Wo seid ihr gelandet? In Holland? 71 Minuten lang empfingen wir Daten von unserer Sonde, bevor sie ein Wesen von drüben beschädigte und sie einen Energiestoß in unsere Welt sandte, dem eine atomare Kettenreaktion folgte, die uns etwas entglitt. Ihr teures Labor ist jetzt vorhin. Nicht ganz. Pilot, drehen Sie 30 Grad Richtung Hafen. Es implodierte. Was ist los? Die Sonde, die Sie in die Twilight Zone schossen, brannte durch und zog uns irgendwo rein? Ja, genau. Und der Wirbel wird einfach immer größer, Commander. Wir denken, in 25 Tagen ist die Erde nicht mehr als eine bloße Erinnerung. Und was soll ich hier? Sie sollen eine Gruppe von 3 Wissenschaftlern in dieselbe Parallelwelt bringen und drüben die Sonde reparieren. Ich bin Nahkampfspezialist und kein Touristenführer, das sollten Sie doch wissen. Alpha 1 verlassen. Ich sage nur, Anthony, wir waren nicht bereit. Ich war genauso wild, unsere Theorien zu testen. Aber das gab uns kein Recht, dass... Uns! Was kann ich für die Fehler in Ihren wilden Theorien, Kaufmann? Meine Energiequelle hielt stand. Und finden wir die Sonde, werde ich... Gentlemen, das ist Commander Cutter Slate. Er wird sicherstellen, dass Sie keine Probleme auf Ihrem Trip haben. Nicht mehr, als Sie jetzt schon haben. Das ist Professor William Kaufmann, Leiter des Cristobal-Projekts. Ist mir eine Ehre, Commander. Ich bedauere zutiefst, dass... Das sind wir beide, Professor. Ja. Und Professor Anthony Xu. Professor Kaufmanns... Rechte Hand, ja? Ohne mich wäre noch bei den Blaupausen. Wo wir besser mal geblieben wären. Sparen wir uns die Spekulationen, bis wir das Löchlein gestopft haben, Gentlemen. Professor Kaufmann, Sie werden beim Peter wartet. Nur noch eine Sekunde, Major. Also, Professor Rothermit, was ist Ihr Plan? Na also, wenn wir in der anderen Welt sind, suchen wir die defekte Sonde und reparieren die Systeme mit diesen Ersatzkarten. Dieser Defekt kann an allem, von der Energiequelle bis... Es ist nicht die Energiequelle, es ist das String-Tunneling-Gerät. Ah, wir werden das schon bald rausfinden, Professor, nicht wahr? Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss rüber zum Pad. Ach ja, warum hat man Sie gewählt, Commander? Ich hab die Arschkarte gezogen. Gut, dass wir alle was gemeinsam haben. Wir sehen uns da drüben, Gentlemen. Nur noch ein kleiner Schritt und ich hätte bewiesen, dass meine Energiequelle funktioniert. Und dann das, das nenne ich verdammtes Glück. Keine Sorge, Professor, bleiben Sie nah bei mir und wir kommen da durch. Hör zu, G.I. Joe. Ich werde das nur einmal sagen. Befehle nehme ich von niemandem entgegen, ist das klar? Ach ja. Ich habe so das Gefühl, Sie werden uns Ärger bereiten. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Na, das kann ja heiter werden. Leider. Wir haben bereits eine Sendung mit neuesten Waffen in die andere Welt geschickt. Die Anweisungen sind in Ihrem Einsatzbericht. Danke. Und ach ja, Sie sagten 3 Wissenschaftler. Bis jetzt kenne ich nur 2. Wolf! Oh Gott. Was macht die denn hier? Sie kennen sich schon? Eher flüchtig. Ich kenne Ihre Anwälte bestens. Wegen damals. Gibt es ein Problem? Ich weiß nicht genau. Gibt's eins, Wolf? Ich will die Senatoren nicht wieder aufscheuchen. Meine Mutter hat nichts damit zu tun. Ich bin aus freien Stücken hier.
Miss Wolf ist unsere Exobiologin, Commander. Wenn ihre Mission länger als erwartet dauert, sagt sie ihnen, welche Käfer und Pflanzen sie essen dürfen und welche eben nicht. Sie wird auch versuchen, Kommunikation mit den Wesen aufzunehmen, die wir in der Sonde sahen. Das Wort Kommunikation aus ihrem Mund? Wie witzig. Sie verstehen wirklich nicht. Was passiert denn? Eure Willkommensparty wird wohl noch etwas warten müssen. Commander, Sie werden beim Pet erwartet. Sofort. Miss Wolf? Worum ging es da gerade? Na, da habt ihr mal wieder toll recherchiert. Nun mal ehrlich, Vernon. Bringt uns dieses Ding wirklich heil dort rüber? Wollen Sie lieber hierbleiben? Ausnahmsweise mal nicht. Zerstören Sie nur nicht alles, bis ich heil wieder zurück bin, okay? Wir geben uns Mühe, Commander. Viel Glück. Ulukai! Zon ne nekar! Zon quarta! Hey, hey, hey! Geht das auch ein bisschen leiser? Mir platzt gleich der Schädel. Ulukai, bist du verletzt? Ich glaub schon, Doc, nur mein Gehör spielt leicht verrückt. Das verstehe ich nicht, Ulukai. Ulukai? Ist das ein hochgestochenes Wort für verdammte Scheiße? Was ist hochgestochen? Wer bist du? Wo sind die anderen? Ich bin Sokrym, der Anführer der Dolotai-Wächter. Welche anderen meinst du? Andere? So wie ich? Wir haben nur dich gefunden, Ulukai. Da waren keine anderen. Großartig. Und jetzt? Jetzt? Jetzt helfen wir dir, die fünf Mons zu finden und Feran zu bekämpfen und seinen Kriegerführer Kroax. Dann werden alle auf Adelpha erlöst werden. Hoho, immer langsam, Häuptling. Ich störe ja nur ungern. Aber ich habe schon eine Welt zu retten. Ja, Ulukai. Und das ist Adelpha. Warum nennst du mich immer Ulukai? Mein Name ist Cutter Slate. Vor Hunderten von Monden sprach der Prophet Kassar von einem Auserwählten, dem Ulukai, der dieser Monde kommen würde, um Adelpha vor der Vernichtung durch Feran zu bewahren. Dazu muss er fünf Mons finden. Fünf heilige Gegenstände, die überall in den Regionen von Adelpha verteilt sind und ihn erwarten. Klingt, als hättet ihr ein paar Probleme. Zokrym, war doch richtig, oder? Aber zuerst muss ich die anderen drei aus meinem Team und eine beschädigte Sonde finden. Das hat höchste Priorität. Wenn ich dann noch Zeit haben sollte, werde ich euch unter die Arme greifen, okay? Wie willst du es denn anstellen, dein Team und die Sonde zu finden? Wo du gerade danach fragst, keine Ahnung. Dann sollten wir eine Vereinbarung schließen, Ulukai. Ich werde die anderen Dolotai-Wächter bitten, in ihren Regionen nach deinen Sachen zu suchen. Wenn sie etwas entdecken, geben sie mir Bescheid und ich informiere dich. Wie viele Männer seid ihr? Einst waren wir mehr als 1000. Jetzt sind wir nur noch knapp 100 und mit jedem Mond werden es weniger. Wenn ich dir also helfe, die Mons zu finden, dann werden eure 100 Paar Augen und Ohren sich auf dieser Welt umsehen? Genau. Ich habe ja nicht viele Alternativen, aber wie wollt ihr wissen, wo ich bin? Wir werden es wissen, Ulukai. Viele Talaner werden erst an dich glauben, wenn sie von deinen guten Taten hören. Sie werden dich genau beobachten. In Ordnung. Also die Sonde ist so ein glitzerndes Ding aus Metall. Und ich muss sie zuerst finden. Suchst du das hier? Ein Rucksack. Wo hast du den denn her? Wir haben ihn und viele heilige Gegenstände der Jods dort gefunden, wo du eingetroffen bist, Ulukai.
Nein, die Sonde ist viel größer. Der Rest der Ausrüstung ist auch noch dort.